zweiten Weihnachtstag besuchte ich morgens meinen Freund Sherlock Holmes, um ihm fröhliche Weihnachten zu wünschen. Er lag in einem purpurfarbenen Schlafrock auf der Couch. Zu seiner Rechten stand leicht erreichbar ein Pfeifenständer. Daneben lag ein Stoß zerfletterter Morgenzeitungen, die offenbar gerade gelesen worden waren. Neben der Couch stand ein Holzstuhl, an dessen Lehne ein sehr schäbiger, unansehnlicher, steifer Filzhut hing, der aufgrund seines hohen Alters an einigen Stellen gebrochen war. Vergrößerungsglas und Pinzette auf dem Stuhlsitz ließen vermuten, dass der Hut zu Untersuchungszwecken dorthin gehängt worden war. Sie sind beschäftigt. Hoffentlich störe ich nicht. Überhaupt nicht. Ich bin froh, einen Freund zu haben, mit dem ich meine Resultate durchsprechen kann. Auch diese Angelegenheit hier ist ganz alltäglich. Er deutet mit dem Daumen in Richtung des alten Hutes. Aber in dem Zusammenhang gibt es ein paar Punkte, die dennoch nicht uninteressant sind. Ich setzte mich in einen Lehnstuhl und wärmte meine Hände über dem prasselnden Feuer. Ein heftiger Frost hatte eingesetzt und die Fensterscheiben waren mit Eisblumen übersät. Ich nehme an, so gewöhnlich der Hut auch aussieht, so ist er wohl doch mit einer todbringenden Geschichte verbunden. Er ist der Faden, der sie zur Lösung eines Rätsels und zur Bestrafung eines Verbrechens führen wird. Nein, nein, kein Verbrechen. Nur eine dieser absonderlichen Nebensächlichkeiten, die zuweilen vorkommen, wenn 4 Millionen Menschen auf einem auf einige Quadratmeilen beschränkten Raum zusammenleben möchten. Beim Zusammenspiel einer so dichten Menschenmasse kann man jede nur denkbare Kombination von Ereignissen erwarten. Manch kleine Probleme tauchen auf, die wohl verblüffend und bizarr, aber dennoch nicht kriminell sind. Nun, ich erhege keinerlei Zweifel, dass diese kleine Angelegenheit in dieselbe harmlose Kategorie fallen wird. Also, Sie kennen Peterson, den Hotelportier? Ja. Ihm gehört diese Trophäe. Es ist also sein Hut? Nein, nein, er hat ihn nur gefunden. Der Besitzer des Hutes ist nicht bekannt. Dann bitte ich Sie, einen Blick auf ihn zu werfen. Ihn aber nicht als einen abgetragenen Filzhut, sondern als ein intellektuelles Problem zu sehen. Doch lassen Sie sich zuerst berichten, wie der Hut überhaupt hierher kam. Er tauchte zusammen mit einer prachtvollen, fetten Gans am Weihnachtsmorgen hier auf. Die Gans brutzelte in diesem Augenblick ohne Zweifel bei Peterson daheim in der Röhre. Die Fakten lauten folgendermaßen. Am Weihnachtsmorgen gegen 4 Uhr in der Frühe kehrte Peterson, der, wie Sie wissen, ein sehr ehrenwerter Mann ist, von einer kleinen Feier über die Tottenham Court Road nach Hause zurück. Im Lichtschein der Gaslaternen sah er einen ziemlich großen Mann vor sich hergehen, der etwas schwankte und eine weiße, tote Gans über seiner Schulter hängen hatte. Als der Mann um die Ecke zur Good Street bog, brach ein Tumult zwischen diesem Fremden und einem kleinen Haufen Raufbolde aus. Einer dieser Raufbolde schlug dem Mann den Hut vom Kopf, worauf der zu seiner Verteidigung mit seinem Stock ausholte. Dabei zertrümmerte er eine hinter ihm gelegene Schaufensterscheibe. Peterson stürmte auf den Fremden zu, um ihn vor seinen Angreifern zu schützen, aber als der Mann, schon entsetzt über die zerbrochene Fensterscheibe, eine offiziell aussehende Person in Uniform auf sich zurennen sah, ließ er seine Gans fallen, ergriff die Flucht und verschwand im Labyrinth der kleinen Straßen, die von der Tottenham Court Road abgehen. Die Raufbolde machten sich beim Anblick Petersons ebenso davon, sodass dieser allein auf dem Schlachtfeld zurückblieb und die Kriegsbeute in Form eines zerbeulten Hutes und einer prachtvollen Weihnachtsgans an ihn fiel. Ja, er hat sie doch dem Eigentümer wieder zurückgegeben. Ja, mein Lieber, darin liegt ja das Problem. Es stimmt, dass eine kleine Karte mit
für Mrs. Henry Baker in Druckbuchstaben ans linke Gänsebein gebunden war. Und es stimmt auch, dass die Initialen HB deutlich im Hutfutter zu erkennen sind. Aber da es in unserer Stadt einige tausend Bakers und einige hundert Henry Bakers gibt, wird es nicht einfach sein, das verlorene Eigentum dem Besitzer zurückzuerstatten. Ja, was tat Peterson also? Er brachte beides, Hut und Gans, noch am selben Weihnachtsmorgen zu mir. Wohl wissend, dass mich selbst die kleinsten Probleme durchaus interessieren. Nun, die Gans haben wir bis heute Morgen aufbewahrt, aber dann waren trotz des Frostes die ersten Anzeichen dafür zu erkennen, dass man gut daran täte, sie ohne weitere Verzögerung zu verzehren. Ihr Finder hat sie somit nach Hause mitgenommen, damit das Tier seine eigentliche Aufgabe als Weihnachtsgans erfüllen kann. Und ich bleibe weiterhin im Besitz dieses Hutes, dieses unbekannten Gentleman. Hat er eine Anzeige aufgegeben? Nein. Haben Sie irgendwelche Hinweise auf seine Person? Nur die, die wir logisch herleiten können. Etwa aus seinem Hut. Genau. Sie machen Witze. Ja, was können Sie denn diesem alten, abgetragenen Hut entnehmen? Watson, hier haben Sie mein Vergrößerungsglas. Na, auf, auf! Welche Schlüsse können Sie in Bezug auf die Persönlichkeit des Mannes ziehen, der dieses Kleidungsstück getragen hatte? Ich nahm den abgetragenen Gegenstand in die Hand und drehte ihn etwas hilflos zwischen den Fingern herum. Ja, es war ein ganz gewöhnlicher, runder, schwarzer Hut. Eine sogenannte Melone. Allerdings recht mitgenommen. Der Hut war mit roter Seide gefüttert, die aber mittlerweile ziemlich verblichen war. Der Hutmachername fehlte. Aber wie Holmes schon bemerkt hatte, waren die Initialen HB auf der Innenseite eingezeichnet. Die Krempe war für ein zur Sicherung des Hutes dienendes Gummiband durchstochen worden. Aber das Gummiband fehlte. Außerdem war der Hut voller Risse, Staub und Flecken. Auch wenn der Besitzer den Versuch unternommen zu haben, schien die verblichenen Stellen mit Tinte zu überdecken. Ja, also, ich kann nichts sehen. Ich gab den Hut meinem Freund zurück. Im Gegenteil, Watson, Sie können alles sehen. Aber Sie können das Gesehene nicht auswerten. Menschenskinder, Sie sind einfach zu ängstlich bei Ihren Schlussfolgerungen. Oh. Ja, bitte. Dann sagen Sie, was Sie aus diesem Hut schließen können. Er nahm den Hut und betrachtete ihn in der seltsam konzentrierten Art, die so typisch für ihn war. Vielleicht ist der Hut weniger informativ, als er sein könnte. Ja. Und doch gibt es einige Hinweise, die teils eindeutige, teils zumindest sehr wahrscheinliche Schlüsse zulassen. Es fällt natürlich sofort ins Auge, dass der Mann intelligent ist. Ja, zudem muss es ihm in den letzten 3 Jahren materiell gut gegangen sein. Doch jetzt ist er in eine Notlage geraten. Er war wohl früher vorsorglich, aber diese Vorsorglichkeit hat nachgelassen. Das deutet auf moralische Zerrüttung hin, die zusammen mit der Verschlechterung seiner finanziellen Situation betrachtet, darauf schließen lässt, dass er einem Laster verfallen ist. Ja, vermutlich trägt er. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass ihn seine Frau nicht mehr liebt. Aber mein Lieber, warum? Er hat sich aber eine gewisse Selbstachtung erhalten. Ja, er ist ein Mann, der ein beschauliches Leben führt, selten ausgeht, körperlich nicht durchtrainiert und mittleren Alters ist. Ergraute Haare hat, die er innerhalb der letzten Tage hat schneiden lassen und mit Brillantine eincremt. Ja, das sind die mehr offensichtlichen Tatsachen, die man von dem Hut herleiten kann. Außerdem, nebenbei gesagt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass er Gasbeleuchtung in seinem Haus hat. Jetzt scherzen Sie aber, Holmes. Nicht im Mindesten. Sagen Sie, ist es Ihnen nicht möglich, dass Sie sogar jetzt, nachdem ich Ihnen meine Ergebnisse mitgeteilt habe, immer noch nicht fähig sind zu erkennen, wie ich sie gewann? Also, ich bezweifle nicht, dass ich sehr dumm bin, ja? Aber ich muss gestehen, dass ich Ihnen nicht folgen kann.
Zum Beispiel, wie kamen Sie zu der Schlussfolgerung, dass der Mann intelligent ist? Statt einer Antwort setzte sich Holmes den Hut auf. Der Hut rutschte ihm über die Stirn und lag auf dem Nasenbein auf. Na, es ist eine Frage des Volumens. Ja, ein Mann mit einem so großen Kopf muss darin auch etwas Verstand haben. Und die finanziellen Schwierigkeiten? Dieser Hut ist 3 Jahre alt. Diese flachen, am Rand nach oben gebogenen Hutkrempen waren damals in Mode. Es ist ein Hut von bester Qualität. Schauen Sie sich das Ripsband und das exzellente seidene Innenfutter an. Wenn dieser Mann es sich vor 3 Jahren leisten konnte, einen derart teuren Hut zu kaufen, es aber seitdem nicht mehr schaffte, diesen instand zu halten, ja, dann ist sein Glücksstern wohl erheblich gesunken. Nun, das ist verständlich. Oh. Ja, aber wie steht's mit der Vorsorglichkeit und der moralischen Zerrüttung? Hieran ist die Vorsorglichkeit zu erkennen. Er legte seinen Zeigefinger auf eine Öse, eine Haltevorrichtung zur Sicherung des Huts. Hüte werden niemals mit einer solchen Vorrichtung verkauft. Wenn dieser Mann dafür Sorge trug, dass sich eine derartige Sicherheitsvorrichtung gegen Windstöße an seinem Hut befand, dann deutet dies auf ein gewisses Maß an Vorsorglichkeit. Aber, wie wir sehen, seitdem das Gummiband gerissen ist, hat er sich nicht mehr die Mühe gemacht, es zu ersetzen. Offensichtlich ist er weniger vorsorglich als früher. Das heißt, er hat wohl an Charakter verloren. Auf der anderen Seite hat er sich bemüht, diesen Flecken auf dem Hut zu verdecken, indem er sie mit Tinte überschmierte. Das ist wiederum ein Zeichen dafür, dass er seine Selbstachtung nicht völlig verloren hat. Klingt plausibel. Ach, plausibel. Die anderen Punkte, nämlich, dass er mittleren Alters ist, ergraute Haare hat, die vor kurzem geschnitten worden sind und dass er Brillantine benutzt, ergeben sich alle aus einer gründlichen, einer gründlichen Untersuchung des Hutfutters. Das Vergrößerungsglas nämlich offenbarte eine stattliche Anzahl durch die Schere eines Friseurs sauber abgeschnittene Haarspitzen. Sie blieben alle aneinander hängen. Und es haftete ihnen ein deutlicher Geruch von Brillantine an. Zudem, wie Sie hoffentlich sehen, ist dieser Staub hier nicht grau und grobkörnig wie Straßenstaub, sondern braun und flaumig wie Hausstaub. Also hängt dieser Hut die meiste Zeit im Haus. Die Feuchtigkeitsflecken auf dem Innenfutter beweisen, dass der Träger stark transpiriert und darum, na Watson, kaum in bester körperlicher Verfassung sein kann. Aber seine Frau... Sie behaupten, dass sie aufgehört hat, ihn zu lieben. Na, dieser Hut ist seit 3 Wochen nicht mehr gebürstet worden. Also, wenn ich Sie so sehen würde, mein lieber Watson, mit einer einwöchigen Staubladung auf Ihrem Hut und wenn Ihre Frau es Ihnen erlauben würde, so auszugehen, dann müsste ich befürchten, Sie hätten das Unglück gehabt, die Zuneigung Ihrer Frau zu verlieren. Ja, er könnte ja aber Junggeselle sein. Nein, er brachte die Gans seiner Frau als Friedensangebot mit nach Hause. Erinnern Sie sich nicht an die Karte am linken Gänsebein? Ach, Sie haben auch auf alles eine Antwort. Aber woraus um Himmels Willen schließen Sie, dass sich in seinem Haus keine Gasbeleuchtung findet? 1 oder 2 Talgflecken könnten zufällig auf dem Hut sein. Aber ich habe nicht weniger als 5 entdeckt. Also ich denke, es besteht kein Zweifel, dass der Mann häufig mit brennendem Talg in Kontakt kommt. Höchstwahrscheinlich steigt er abends mit dem Hut in der einen Hand und einer tropfenden Kerze in der anderen die Treppe hinauf. Wie dem auch sei, er kann niemals Talgflecken von einer Gasflamme bekommen, oder? Na, sind Sie nun zufriedengestellt? Hm? Na, so. Hört sich sehr ausgeklügelt an. Aber da kein Verbrechen verübt worden ist, wie Sie ja gerade selbst sagten, und außer dem Verlust einer Gans kein Unrecht geschehen ist, scheint mir, dass Ihre Überlegungen reine Energieverschwendung sind. Holmes öffnete den Mund, um mir zu antworten. In diesem Moment flog die Tür auf und Peterson, der Hotelportier, stürzte mit geröteten Wangen und einem fassungslosen Gesichtsausdruck ins Zimmer. Die Gans! Mr. Holmes! Die Gans, Sir! Was ist mit ihr? Ist sie von den Toten auferstanden und aus dem Küchenfenster davongeflogen? Holmes drehte sich ein wenig auf der Couch um den aufgeregten Mann besser sehen zu können. Sehen Sie, Sir, sehen Sie, was meine Frau im Kopf der Gans gefunden hat? Er
streckte seine Hand aus. In der Mitte seines Handtellers lag ein irisierender blauer Stein. Etwas kleiner als eine Bohne, aber von solcher Reinheit und solchem Glanz, dass er wie ein elektrischer Funke in der dunklen Höhlung der Hand aufblitzte.